Es ist Zeit. Ich muss mich fertig machen für die Arbeit. Und bewege mich mit WASD und interagiere mit der Maus. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play hier auf dem Kanal. In letzter Zeit spiele ich irgendwie nur Horror, habe ich das Gefühl. The Convenience Store. Ein japanisches Horror-Game. Gut geschlafen. Ja, das ist doch schön. Kann ich das nehmen? Was ist das überhaupt? Irgendwas. Auf jeden Fall irgendwas zu essen. Und ein süßes Chinchilla. Ich will es knuddeln. Es ist dunkel draußen. Ja. Offensichtlich haben wir Nachtschicht, nehme ich mal an. Nein, ich möchte noch nicht die Klamotte wechseln. Danke. Bin ja noch gar nicht bereit für die Arbeit. Ich muss mich erstmal umgucken, wie ich hier so wohne. Gut, ich kann nicht wirklich viel machen. Da liegt noch eine Hose. Wow. Ah, ich kann was essen. Ich kann was aufwärmen. Jo. Dann wärmen wir mal das Bento auf. Den Kühlschrank machen wir mal zu. Und bis das fertig ist, gucken wir uns weiter um. Radio können wir nicht anmachen. Noch ein Kühlschrank. Wer kennt es nicht? Wir haben doch alle immer zwei Kühlschränke. Hier ist Küche. Wow, hey, Tür! Ich sollte eine Taschenlampe mitnehmen. Ja, so ein Zufall. Hier liegt sie ja auch. Ja, wir nehmen die Taschenlampe. Und das Essen ist fertig. Können wir hier auch rein? Nein. Okay, Essen ist fertig. Bento essen? Ja. Erstmal nochmal was essen vor der Arbeit. Kann nicht verkehrt sein. So. Und jetzt ziehen wir uns um. Ja. Und jetzt sind wir auch bereit für die Arbeit. Wir haben gespeist. Wir haben Licht. Was will man mehr? Gut geschlafen haben wir auch. Plüschchenschiller bleibt hier. Leider. Oh, hier ist ja noch eine Tür. Oh, das Klo. Kann ich das Klo benutzen? Kann ich nicht. Es hat nicht mal einen Spülklopf. Na gut. Dann lassen wir das. Und los geht's zur Arbeit. Können wir die Tür zumachen? Okay, ich lasse die Wohnungstür einfach offen stehen. Ich glaube, hier kommt eh keiner hin außer mir. Und anderen Leuten, die in diesem Haus wohnen. Ich habe übrigens keinen Schimmer, wo ich hin muss. Aber das macht ja nichts. Ich gehe mal hier nach vorne. Weil da so eine schön beleuchtete Straße ist. Kann ich hier runter? Sieht nicht so aus. Wo arbeite ich denn? Also wo ist denn der Convenience Store? Der Konbini? Oh, ich kann auch ein bisschen schneller gehen. Oh, hier geht's runter. Muss ich hier runter? Wahrscheinlich hört da vorne die Straße eh auf. Ja, hier hört die Straße eh auf. Ich muss wahrscheinlich runter. Dann gehen wir mal hier runter. Erstmal eine halbe Weltreise, bis man auf der Arbeit angekommen ist. Ich gehe einfach mal hier lang. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Die Leute schlafen anscheinend aber alle noch oder schon. Ich weiß ja nicht, wie spät es ist. Ich habe keine Uhr gesehen. Erstmal gucken, dass nichts kommt. Gucken, dass keiner guckt. Eine Brücke. Ist hier Wasser oder so? Ja, vielleicht geht es auch einfach nur tief runter. Und natürlich, hier so nichts ringsherum, aber wahrscheinlich ist das der Laden, wo wir arbeiten. Kennt man ja, diese Konbinis in Japan, die einfach auf einer großen leeren Fläche stehen. Kann ich mir hier was ziehen? Nein. Was bist du für einer? Wer bist du? Oh, ich kann mit dir reden. Ich weiß, was hier wirklich passiert ist. Aha. Ich wurde aufgefordert, euch alle zu warnen. Von jemandem, dessen Namen ich nicht sagen darf. Der Tag des jüngsten Gerichts wird kommen!
Heya! Okay. Hier steht ein Auto. Mit dem ich nichts machen kann. Gut, der Tag des jüngsten Gerichts wird kommen. Bevor ich reingehe, gucke ich mich hier draußen noch um. Man weiß ja nie, was einem das nützen wird. Was ist das hier? Mülleimer. Aha. Hier hat jemand sein Licht angelassen. Aber nur das hintere. Oh. Ah. Mülltonnen. Mülltonnen? Was ist da? Okay, angeblich kann ich da was machen, aber ich kann da nichts machen. Ah, okay, und das ist im Haus. Und hier ist... Ja, ich kann es leider nicht lesen, aber wahrscheinlich steht hier sowas wie Police Line Do Not Cross. Irgendwas ist da also passiert. Natürlich genau hinter dem Konbini, in dem wir arbeiten. Was ein Zufall. So, jetzt aber mal rein hier. Unsere Schicht hat bestimmt schon längst angefangen. Das ist überhaupt kein gruseliges Poster. Guten Tag. Ich arbeite hier gar nicht. Ich will nur vom Oden-Buffet essen. Huch. 13 Scheinchen die Stunde in der Nachtschicht. Genau deswegen bin ich hier. Oh, Kakigori. Ich will auch ein Kakigori. Wie schön ist Zeitung. Ich lese nur selten oder ich kaufe nur selten Magazine. Aber wenn, dann kaufe ich Austin Lee Magazine. Aha. Erstmal schön Hashtag Werbung wahrscheinlich. Gut, das sieht aus wie Medikamente und Dosenfutter für Katzen. Ich gucke mich erst um, bevor ich mit meiner Schicht anfange. Das könnte Werbung für Bier sein. Oh, ein Klo. Wow. Wunder der Technik. Danke, dass ihr immer die Toiletten sauber haltet. Merkwürdig befriedigend. Oh, Cup-Ramen. Sind die von Nissin? Sie sehen so aus wie die von Nissin. Cup-Ramen. Cup-Men. Ich will jetzt auch ein paar Cup-Men. Rabi-Karottensaft. Ich trinke das... Ich trinke nur noch das in letzter Zeit. Sehr zu empfehlen. Aha. Und wieder Hashtag Werbung wahrscheinlich. Keine Ahnung, ob es das Zeug wirklich gibt. Dieser Gang ist merkwürdig. Sind das Kartoffelchips? Und wenn ja, was für eine Sorte sind die blauen? Hier auch nur so eine... Was haben wir hier? Sieht so aus, als ob einige davon abgelaufen sind. Okay. Das Regal sieht gut aus. Kann ich die hier entsorgen? Unsere Schicht hat zwar noch nicht angefangen, aber ist ja egal. Wir nehmen das schon mal mit. Kann ich noch mehr mitnehmen? Gut, sieht nicht so aus. Ich bringe das mal zu den Mülltonnen, die ich gesehen habe. Komme ich vielleicht auch hier durch zu den Mülltonnen? Ah! Sehr gut, sehr gut. Ja, einmal in den Müll. Vielleicht sollte ich erstmal mit unserer Schicht anfangen, bevor ich hier die Arbeit schon so mache. Wobei, dann würde ich halt nachher fürs Nichtstun bezahlt. Ist doch auch gut. Erstmal wieder Tür zu. Und auch hier Tür zu. Wir fangen erstmal mit unserer Schicht an, bevor ich hier aufräume. Hey, Keule. Oh, gut, du hast es geschafft. Hm? Oh, nein, nein, es ist nur so, dass ich gehört habe, dass vor kurzem jemand von der Brücke gefallen ist, über die du immer läufst. Da war so eine alte Dame, die sagte, dass sie sah, wie ein Mann über die Brücke ging und
Seine Beine waren einmal komplett in die andere Richtung gedreht. Gruseliges Zeug. Wenn das eine wahre Geschichte wäre. Haha! Ha! Entschuldige. Entschuldige. Okay, Enter Counter, ja. Hintern Tresen gehen. Erstmal Hände desinfizieren. Kann ich nicht. Mikrowelle kann ich auch nicht benutzen. Wow. Worauf wartest du? Punch in. Also hier, ne? Stechuhr. Wo ist die denn? Das ist eine Kasse. Zigaretti. Noch eine Kasse. Das sind... Ich sage jetzt einfach mal Nikuman. Auf jeden Fall irgendwas Gedämpftes wahrscheinlich. Ob es wirklich Nikuman sind, weiß ich nicht. Okay, Spind kann ich nichts machen. Stechuhr. Punch in, ja. Schicht anfangen, könnte man noch sagen. Hey, 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 hey! Wo willst du hin? Geh nicht einfach weg! Okay, tschüss. Dann geh halt. Dann gehe ich wieder hinter den Tresen. Da war noch was. Ich glaube, einiges vom Essen ist abgelaufen, wenn du mit deiner Schicht anfängst. Kannst du sie für mich aus den Regalen nehmen? Dein Manager. Warum hast du das nicht selber gemacht? Use CCTV, ja, also Überwachungskamera. Mhm. Kundschaft. Ja, es ist eindeutig Kundschaft und der sieht irgendwie komisch aus. Im Kamerabild. Das ist hinten. Okay, wie komme ich... Oh, Zoom kann ich auch noch. Wie komme ich wieder raus? Mit Escape. Okay. Wir haben einen Kundenfeind. Wir haben einen Kundenfeind. Aber ich muss noch Sachen aus dem Regal nehmen. The shelf looks fine. Ah, da ist noch was abgelaufen. Das Shelf looks fine. Okay, wir warten jetzt erstmal auf den Kunden. Was habe ich denn hier noch? Thank you's choice. Hey, versuch's wenigstens mal. Kunde? Kunde. Kunde kommt. Konbanwa. Nehme ich mal an. Ich vermute, es ist Abend, weil Nachtschicht. Der guckt irgendwie, ich weiß nicht. Ich fühle mich nicht wohl. Okay, Handy abscannen zum Bezahlen. Vielen Dank und kommen Sie wieder. Ja. Sitzt der Typo da draußen noch? Das ist doch bestimmt ein Obdachloser oder sowas. Vermute ich jetzt mal. Vielleicht, der sitzt da wirklich noch. Bring me food. Bring mir was zu essen oder du wirst in die ewige Verdammnis fahren. Okay. Wie gut, dass wir noch was im Regal liegen lassen haben. Bring me food. Na dann hier so, was sind das hier? Reisbällchen, ja, ich glaube, kleine Bentos könnten das sein. Na, Cracker werden das nicht sein hier im Kühlregal. Eher sowas wie Bulettchen. Zucchini wahrscheinlich oder so. Oder es sind auch Reisbällchen. Gibt es ja auch in frittierter Form. Ich meine, es ist abgelaufen, aber deswegen ist es ja nicht gleich gammelig oder schlecht, ne? Bei vielen Sachen gilt, riechen, fühlen, schmecken. Und sehen. Give expired food. Ja. Oh, ja, hier, ihr Takeout. Errungenschaft homeless. Ach, sag ich doch, der ist obdachlos. Ja. Ja. Gut, das könnte jetzt durch mich sein. Ist hier... Hier ist niemand. Hä? Wieso? Was geht mit der Tür? Jetzt mach sie nicht mehr, bim bim. Jetzt macht sie es nicht mehr. Okay. Was war gerade mit der Tür? Kommt da jemand? Geht da jemand? Vielleicht waren wir auch zu langsam, um es zu sehen.
So hat man ja nichts gesehen. Ich bin ja schließlich gerade direkt dran vorbeigegangen. Kriegen wir einen neuen Kunden? Wir hatten ja nur das abgelaufene Essen, was wir jetzt machen sollten. Ich glaube, da hat gerade ein Auto geparkt. Ich höre Schritte. Gut, vielleicht auch nicht. Ein Liefermann. Ja, können wir bitte wieder rausgehen? Hallo? Geht doch. Oh, guck mal, eine leere Milch. Kann ich die wegräumen? Nein. Guten Abend, der Herr. Komm mal. Es ist ein bisschen spät für einen Lieferboten um die Zeit, hä? Wir haben dieses System erst vor kurzem eingeführt, exklusiv für Kombinis, die noch spät nachts offen haben. Aber haben nicht eigentlich alle, also korrigiert mich, aber soweit ich weiß, haben doch eigentlich alle Konbinis in Japan 24/7 offen, ne? Das soll jetzt vielleicht geändert werden, habe ich mitbekommen, aber das betrifft doch eigentlich alle, dass die 24/7 aufhaben. Ich weiß es nicht genau, ich war noch nie in Japan. Und selbst wenn, dann wüsste ich es wahrscheinlich immer noch nicht genau, weil ganz Japan kann man auch nicht in einem Urlaub erleben. Sieht so aus, als ob dieses Paket direkt zu diesem Store geliefert werden sollte. Oh, und der Name passt genau zu dem auf deinem Namensschild. Ich denke mal, es ist für dich. Ja. Take it home. Ich weiß nicht, ist meine Schicht schon vorbei? Ich habe das vergammelte Essen weggeräumt. Ist sonst noch was? Some food are expired. Da war ja jetzt nichts mehr, ne? Tschüss. Nee, hier ist nichts mehr. Und hier hinterm Kühlregal haben wir uns zwar noch nicht umgesehen, aber hier ist auch nichts mehr. Hier sind wahrscheinlich Vorräte nur zum Auffüllen, aber sonst... Well. Sonst ist hier auch nichts weiter. Da ist nur der Karottensaft, den wir immer trinken. Hier ist das saubere Klo. Ja, kriegen wir denn noch einen Kunden? Oder kann ich das Paket jetzt schon mit nach Hause nehmen? Ich weiß es nicht. Ist meine Schicht schon vorbei? Ich würde mich gern hier durch das Ding durchfressen. Und danach durch das hier. Bitte, danke. Ich guck mal kurz, was die Kameras sagen. Achso, hier tickt nur eine Uhr. Hä, wo tickt der? Da. Punkt 12 Uhr. Wobei, auf die Kameras brauche ich nicht gucken. Ich sehe es ja theoretisch auch so, ob jemand kommt. Ach, ich nehme das jetzt einfach mit nach Hause. Ja. Was war das denn für ein Ekelgeräusch? Huch. Ach schön, danke Mikrowelle. Ah, hier. Ein Videotape, aha. Da rein. Watch closely, ja. Wir gehen ganz nah ran. Wir schauen ganz genau hin. Police line, do not cross. Wahrscheinlich wieder. Also so Absperrung. Das ist aber nicht hinterm Laden, oder? Das sah gerade anders aus, finde ich. Kann ich essen? Kann ich nicht. Ich habe nichts zu essen. Kann ich schlafen gehen? Kann ich auch nicht. Kann ich wieder zur Arbeit gehen? Umziehen ist nicht, da liegen keine Klamotten. Achso, Taschenlampe muss ich erst wieder neu nehmen. Ja, das ist das Fleischlicht. Da ich schon voreilig F gedrückt habe, habe ich es aus Versehen ausgemacht.
Gut, ich kann mir nichts extra zu essen machen. Ich kann mich nicht umziehen. Ich kann nicht schlafen. Ich nehme mal an, wir gehen einfach wieder zur Arbeit.